Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Es gab viel zu bereden heute in Berlin. Natürlich auch der Kurs in der Flüchtlingspolitik. Kanzlerin Merkel und ihr schärfster Kritiker Seehofer sitzen zur Stunde noch immer zusammen. So sieht das heute allerdings wohl eher nicht aus. Dieses Bild stammt aus offensichtlich anderen Zeiten. Mitte der 90er, als Seehofer einflussreicher Gesundheitsminister war und Merkel lediglich das damals eher unbedeutendere Ressort Umwelt unter sich hatte, waren die Rollen anders verteilt. Jetzt ist Angela Merkel die Chefin und hat das Sagen, was sie heute auch noch mal deutlich machte. Der Kurs in der Flüchtlingspolitik bleibt bestehen. Seehofers Kritik hin oder her. Karin Dorr. Man würde denken, die Kanzlerin hätte Besseres zu tun am Vorabend eines schwierigen EU-Gipfels. Telefonate mit europäischen Amtskollegen oder so. Aber nein, es gibt anscheinend nichts Dringenderes, als mit ihm zu verhandeln. Mal wieder. Horst Seehofer macht schon am Morgen klar, was er sich vom Treffen erhofft. Ich erwarte eigentlich gar nichts. Beredtes Schweigen auf Bayerisch. Und dann legt er natürlich doch nach, Frust über die sture Kanzlerin. Ich werde ihr die Situation noch mal darlegen, von der ich überzeugt bin. Und ich erwarte aber nicht, dass jetzt die CDU irgendwas ändert. Merkel, die Unbewegliche? Die Regierungserklärung liefert jedenfalls wenig Neues. Die Türkei solle Flüchtlinge zurücknehmen und das habe eben seinen Preis. Nein, eine volle EU-Mitgliedschaft sei nicht drin, aber schnellere Visaerleichterungen eventuell schon. Und dass Ankara mehr Geld aus Brüssel wolle, dafür habe sie Verständnis. Das, was die Türkei für weit über 2 Millionen Flüchtlinge, genau gesagt etwa 2,7 Millionen Flüchtlinge, in ihrem Land seit Jahren leistet, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Es gereicht Europa nicht zur Ehre, sich als Union von 28 Mitgliedstaaten mit 500 Millionen Bürgern bislang so schwer getan zu haben, die Lasten zu teilen. Lob für die Türkei, Schelte für Europa, das halten auch in der Union viele für unklug. Laut sagt das aber nur die Opposition. Das Problem ist, Europa folgt ihnen nicht mehr. Beim Verteilungsschlüssel wollen die EU-Staaten doch eben nicht mitmachen. Das ist doch die reale Lage. Man muss auch sehen, dass es in der Türkei kein faires Verfahren für Geflüchtete gibt. Und schlimmer noch, wenn man die Berichte liest, dass die Türkei zum Teil Geflüchtete zurück in den Bürgerkrieg schickt. Solche Angriffe steckt sie locker weg. Aber was tun mit den Kritikern in den eigenen Reihen? Die wollen, dass Merkel auf sie zugeht. Mache ich das eben mal, hat sie sich vielleicht gedacht. Wenigstens freundliche Gesten. Die wünscht sich die CDU auch von der SPD. Man müsse jetzt klar hinter Merkel stehen. Und da darf der Beifall bei unserem Koalitionspartner ruhig auch etwas größer sein. Doch den heben die Sozialdemokraten sich lieber für die eigenen Forderungen auf. Wir dürfen bei der Integration nicht an den falschen Stellen sparen. Wir müssen Wohnungen, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, wir müssen Ausbildungsplätze, Berufsschulen aktivieren. Ja, der Streit ums Geld und um die schwarze Null steht an. Dann wird auch die SPD wieder mal hierher geladen. Aber bis dahin müssen die Unionsparteien das mit der Einigkeit erst mal im kleinen Kreis hinkriegen. Geht der Dauerstreit zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer weiter? Ein Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk. Muss man sich jetzt Sorgen machen, wenn Merkel und Seehofer wieder zum Duell zusammentreffen, flankiert von ihren Sekundanten? Muss man gar Blauhelme schicken, jetzt wo nach dem Wahldesaster die Nerven blank liegen? Der Widerstand leid ist vorbei, jetzt muss die CSU scharf stellen bei ihren Drohungen, tönt es aus Bayern, wo mancher Merkel bereits mit der Pianistin aus der Titanic vergleicht. Die habe auch noch weiter gespielt, als das Schiff längst im Sinken war. Was mag da also vor sich gehen im Kanzleramt? Nichts Neues. Merkel bleibt auf Linie, das hat sie schon tagsüber in ihrer Regierungserklärung wissen lassen. Brüllt der bayerische Löwe also wieder und die Kanzlerin hält stoisch Kurs? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Merkel hat längst beigedreht in wichtigen Fragen. Erstmals hat sie offen ausgesprochen, dass auch Deutschland profitiert von den Grenzschließungen entlang der Balkanroute, wenn auch nur kurzfristig. Den Gestrandeten von Idomeni sagt sie nicht mehr, kommt nach Deutschland. Selbst nach Europa sollen in Zukunft nur Syrer kommen. Alle anderen werden zurückgeschickt in die Türkei,
kommt der Deal mit Erdogan zustande. Ohne individuelle Prüfung und selbst dann, wenn sie ein Anrecht hätten auf Asyl. Worüber regen Sie sich noch auf, Herr Seehofer, fragten heute provozierend die Grünen, die darin nur eine andere Form der Obergrenze sehen. Vielleicht streiten sich die beiden Kontrahenten deshalb ja auch gar nicht so heftig, weil es weniger zu streiten gibt und weil vom Dauerzwist ohnehin nur einer profitiert, die AfD. Vielleicht sitzen Merkel und Seehofer auch längst beim gemeinsamen Fußballgucken. Tina Hassel kommentierte: Manche nennen Frank-Jürgen Weise den Verwaltungs-Supermann. Doch auch mit Superkräften würde er es wohl kaum schaffen, das Chaos der vergangenen Monate in der Flüchtlingskrise mal eben zu beheben. Der Chef der obersten deutschen Asylbehörde, also des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, sitzt mit seinen Mitarbeitern in Nürnberg in diesem wuchtigen Gebäude. Und genauso massiv ist die Aufgabe, die dort bewältigt werden muss. Um die hunderttausenden Asylanträge zu bearbeiten, braucht es nicht nur mehr Personal. Ariane Reimers zeigt, was in Zukunft anders werden soll. Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge, wie es bald in jedem Bundesland stehen soll. Hier will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge endlich umsetzen, was seit Monaten für Streit in Deutschland sorgt. Die zentrale Registrierung mit Fingerabdrücken und Foto und vor allem ein beschleunigtes Asylverfahren bei einfach gelagerten Fällen aus Syrien oder dem Irak. Von der Antragstellung, Anhörung bis hin zum Bescheid. Im letzten Jahr hat hier die gesamte Verfahrensdauer 5,2 Monate betragen. Im jetzigen Verfahren streben wir an, bei den Fällen, die wir sicher in den Ankunftszentren bescheiden können, das Ganze in 48 Stunden zu schaffen. Das kann deswegen so schnell geschehen, weil Asylantrag und Asylanhörung an einem Termin abgewickelt werden und Bundes- und Länderbehörden auf einem Gelände zusammenarbeiten. Der Druck ist groß, möglichst schnell, möglichst viele Entscheidungen zu treffen, denn bundesweit warten noch knapp 400.000 Flüchtlinge auf ihren Asylbescheid. Und weitere geschätzte 400.000 Flüchtlinge haben noch nicht einmal einen Antrag gestellt. Im Zuge des Verfahrens werden in Halberstadt auch die mitgebrachten Pässe auf ihre Echtheit überprüft. Den neuen Flüchtlingsausweis gibt es aber noch nicht. Erst in ein paar Wochen soll es soweit sein. Bundesweit sind erst 6.000 Flüchtlingsausweise ausgestellt. Dabei ist er ein Kernstück der kontrollierten Migration. Wir hatten ja eine Situation, wo viele Menschen überhaupt nicht registriert wurden, dann doppelt und dreifach registriert wurden. Und da dient der Flüchtlingsausweis dazu, am Anfang Ordnung ins Verfahren zu bringen. Herr Weise hat angekündigt, dass im Sommer der Flüchtlingsausweis überall in Deutschland eingesetzt wird. Auch daran wird sich Herr Weise und auch der Bundesinnenminister messen lassen müssen. Um den Prozess des Asylverfahrens von der Registrierung bis zum Entscheid besser und schneller organisieren zu können, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge viele neue Mitarbeiter eingestellt. Anfang 2015 waren es nur 2.350 Stellen, heute sind es schon 4.350. Bis zum Sommer sollen es etwa 6.300 sein. Im Qualifizierungszentrum in Nürnberg lernen die Neuen, wie eine Asylentscheidung funktioniert. Sie studieren echte Fälle und hospitieren bei Anhörungen. Die Masseneinstellung hat allerdings Personalrat und Leitung des Hauses entzweit, was Politiker kritisieren. Dass Personal neu eingestellt wird, ist eine gute Sache und zwingend notwendig. Aber es ist auch so, dass die Beteiligungsrechte beim Auswahlverfahren des Personals durch den Personalrat überhaupt nicht gegeben ist. Und das ist natürlich ein großes Problem, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass es jetzt eine Behörde ist, die zusammenhalten muss und wo Leitung und Personalvertretung unbedingt zusammenarbeiten müssen. Zurück im Ankunftszentrum Halberstadt. Interessierte Flüchtlinge können sich hier auch mit den Beratern der Arbeitsagentur treffen, die eigene Qualifikation, Arbeits- und Ausbildungswünsche zu Papier bringen. Das schnelle Asylverfahren ist das eine, Integration dann gleich die nächste Mammutaufgabe. Und ich spreche jetzt in Berlin mit dem Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Guten Abend, Herr Weise. Guten Abend. Seit Monaten gibt es ein Hin und Her, wie viele Menschen denn nun zu uns gekommen sind, wie viele am Ende bleiben werden. Sie müssen es ja wissen, wie viele Flüchtlinge sind denn jetzt in Deutschland? Also wir rechnen in den letzten drei Jahren, 2013, 14, 15, sind 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen und sind wahrscheinlich auch hier. Und wie viele werden tatsächlich hier bleiben?
Die Menschen, die zu uns gekommen sind, sagen zur Hälfte, sie würden zurückgehen, wenn in ihrem Heimatland die Bedingungen besser sind. Die Erfahrung mit Asylzugangsländern sind etwas anders. Da bleiben doch mehr Menschen, als es sie selbst sagen. Es ist ja immer von Flüchtlingskrise die Rede. Ist es nicht auch eine Behördenkrise, die die Probleme hat mit entstehen lassen? Also wir müssen klar sagen, in den vergangenen Jahren ist das Anliegen dieser Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind und wie wir das bearbeitet haben, nicht gut gelaufen. Deshalb ist ja auch entschieden, richtigerweise diese große, kampagnenfähige, flächendeckende Bundesagentur zur Unterstützung mit einzusetzen. Und ich kann nur sagen, jetzt wird es besser, die Ergebnisse sind schon besser. Und es ist klar, ich kündige an, dass in diesem Jahr diese gravierenden Mängel abgearbeitet sind. Warum hat es denn aber trotz allem dann so lange gedauert? Sie sind auch schon seit dem vergangenen Jahr dabei. Natürlich war auch wirklich die Anzahl der Flüchtlinge sehr hoch. Das kannte man in den vergangenen Jahren nicht. Aber doch hatte man den Eindruck, es ist unglaublich schleppend. Naja, man muss ja auch sagen, die Zahl der Flüchtlinge, die Situation in den Ländern, aus denen geflohen wird, ist ja für alle überraschend. Das hat sich dann gesteigert. Man war in unseren Organisationen nicht in dem Maße gut vorbereitet. Für die Bundesagentur gilt das allerdings, dass ich ja Mitte letzten Jahres gefragt habe, wer kommt zu uns, wie viele kommen, mit welchen Qualifikationen. Und das war der Anlass zu sagen, wir machen es gemeinsam jetzt besser. Sind Sie denn jetzt gut aufgestellt oder muss sich doch auch noch einiges ändern? Naja, wir arbeiten praktisch auch an Grundlagen. Wir haben jetzt es geschafft, eine Informationstechnologie, die sicherstellt, dass wir vielleicht Mitte des Jahres im Herbst wissen, wer überhaupt im Land ist. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir zum Beispiel Dolmetscherdienste nicht mit 3-4 Monaten Wartezeit haben, sondern über Videodolmetsching das beginnen. Ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Es ist schon für Deutschland kritisch, dass man das nicht bisher gemacht hat. Aber die Frage zählt jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir dieses Jahr dieses Gefühl von Unordnung, dieses Gefühl von Überflutung beseitigen. Wir werden sicherstellen, dass erstmal den Geflüchteten ihr Recht zukommt und zweitens die Bevölkerung sehen kann, das läuft in geordneten Bahnen. Sie sagten heute, 10-15% der Flüchtlinge seien gut qualifiziert. Heißt das im Umkehrschluss, fast 90% haben keine Chance auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Dann hätten Sie ja als Chef der Bundesagentur für Arbeit bald ein großes Problem. Nein, das ist nicht der Umkehrschluss. Wir dürfen nicht mit unseren deutschen Maßstäben von dualer Berufsausbildung als Erwartungen durch die Welt gehen. Wir sehen, dass manche geflüchteten Menschen keinen Abschluss haben, aber sehr wohl gute Berufserfahrung. Und es gilt jetzt, dass wir nicht in Deutschland unsere guten Maßstäbe senken, aber geflüchtete Menschen langsam dahin führen, dass sie eben aus ihren Fertigkeiten, Talenten und Kompetenzen auch Berufe machen. Und das braucht Zeit, das ist kein Zweifel. Ja, Sie haben tatsächlich heute auch gesagt, wir brauchen noch mehr gezielte Zuwanderung. Würde da ein neues Zuwanderungsgesetz Ihnen nicht ziemlich helfen? Naja, es ist eine politische Entscheidung, wie man das organisiert. Aber eins ist klar, wir brauchen ganz gezielt qualifizierte Menschen in erster Linie aus Europa und der Freizügigkeit in Deutschland. Und die Menschen müssen sich schnell und sofort zurechtfinden können. Die müssen wissen, was passiert in der Kommune, was passiert im Land, wie kommt man zu einer Arbeitserlaubnis. Und da würde ich sagen, ist unser föderales System in dem Fall schon sehr komplex. Dankeschön an Frank-Jürgen Weise in Berlin. Bitteschön. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nach dem Verbot eines wichtigen Neonazi-Internetportals im Januar geht die Regierung weiter gegen rechtsextremistische Gruppierungen vor. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis. Bundesinnenminister de Maizière hat die sogenannte Weiße Wölfe Terror Crew verboten. Eine Gruppe, die sich im Umfeld einer Rechtsrockband gebildet hatte. Bei Razzien in 10 Bundesländern wurden auch Waffen gefunden. De Maizière sprach von einem starken Zeichen gegen den Rechtsextremismus. Der Verein habe sich offen zu den Werten des Nationalsozialismus bekannt und eine Diktatur nach dessen Vorbild angestrebt.
Die Bundesregierung hat eine Verschärfung des Sexualstrafrechts auf den Weg gebracht. Danach sollen Täter auch dann verurteilt werden können, wenn sich ihr Opfer nicht körperlich gewehrt hat, etwa aus Angst oder weil der Angriff überraschend kam. Kritikern aus betroffenen Verbänden, aber auch Abgeordneten verschiedener Parteien geht der Entwurf nicht weit genug. Sie fordern, ein klar ausgesprochenes Nein solle für eine Bestrafung des Täters ausreichend sein. 3 Tage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grüne und CDU erste Sondierungsgespräche geführt. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann sagte, es habe Übereinstimmungen und Differenzen gegeben. Alle seien sich einig gewesen, dass die Bedingungen für ein gemeinsames Bündnis schwierig seien. Bislang gilt dennoch eine grün-schwarze Koalition als die wahrscheinlichste. Ebenfalls mögliche Dreierbündnisse werden bislang entweder von SPD oder FDP abgelehnt. Auch in Sachsen-Anhalt haben Sondierungsgespräche begonnen. Ministerpräsident Haseloff von der CDU kam mit Vertretern von SPD und Grünen zusammen. Das Treffen gebe Anlass, optimistisch zu sein, so Haseloff. Die Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden. Aus Haseloffs Sicht stellt ein schwarz-rot-grünes Bündnis die einzige Option dar, um mit einer stabilen Mehrheit weiter regieren zu können. US-Präsident Obama hat den moderaten Bundesrichter Garland als Nachfolger für den verstorbenen Supreme Court-Richter Scalia nominiert. Obama rief den republikanisch dominierten Senat dazu auf, Garland zu bestätigen. Die Republikaner wollen die Nominierung blockieren. Der verstorbene Scalia galt als erzkonservativ. Durch eine Berufung Garlands könnte es im Supreme Court erstmals seit Jahrzehnten eine liberale Mehrheit geben. Am obersten Gerichtshof stehen in den kommenden Monaten unter anderem Entscheidungen zu Klimaschutz und Abtreibung an. Dieser aus den Planken eines britischen Polarforschungsschiffes gebaute Schreibtisch hat bereits viele kommen und gehen sehen. Im Januar wird der 45. Präsident oder auch die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten hier im Oval Office im Weißen Haus Platz nehmen. Gestern bei der Vorwahl in weiteren 4 Bundesstaaten hat sich zumindest herauskristallisiert, wer die besten Aussichten hat. Bei den Demokraten ist es wenig überraschend die ehemalige Außenministerin und First Lady Hillary Clinton. Bei den Republikanern hat Donald Trump einen weiteren aussichtsreichen Mitbewerber ausgerechnet, in dessen Heimat Florida rausgekegelt. Ina Ruck berichtet. In der Erwartung, vielleicht eine Siegesrede zu hören, waren sie gekommen. Doch ihr Kandidat hatte eine andere Nachricht. Marco Rubio, noch vor kurzem Hoffnungsträger der Republikanischen Partei, gab auf mit deutlichem Seitenhieb auf Donald Trump. Die Politik der Aufwiegelung hat uns als Partei gespalten und sie wird die Nation spalten, weil sich jetzt Menschen nur wegen ihrer politischen Meinung hassen. Es ist nicht überraschend, dass wir diesen Punkt erreicht haben. Nicht mal hier in seinem Heimatstaat Florida konnte Rubio gegen den übermächtigen Donald Trump punkten. Entsetzen bei den Fans. Ich weiß noch nicht, wen ich jetzt wähle, aber sicher nicht Trump. Ich werde niemals einen Kandidaten unterstützen, der die Gesellschaft spaltet. Er ist ein Rassist. Donald Trump ist jetzt kaum noch einzuholen. Für seine Gegner geht es seit gestern nicht mehr darum, ihn zu schlagen, sondern zu verhindern, dass er die absolute Mehrheit holt. Verfehlt er die, kommt es beim Nominierungsparteitag zur Stichwahl. Er gibt sich siegessicher. We're going to win for the country. We're going to win, 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 and we're not stopping. 2 republikanische Konkurrenten hat er noch. Ted Cruz, rechtskonservativ und wenig beliebt in der Partei, und weit abgeschlagen der Gouverneur von Ohio, John Kasich. Das Kalkül der Partei: bei 3 Kandidaten wird eine Stichwahl wahrscheinlicher. Die Hälfte der Staaten hat bereits gewählt. Jeder entsendet Delegierte zum Parteitag, die dort entsprechend dem Votum ihres Staates abstimmen müssen. Aber wenn es keine absolute Mehrheit gibt, wird neu gewählt, solange bis ein Sieger feststeht. Viele Delegierte können dann frei entscheiden, ohne Bindung ans Votum ihres Staates. Donald Trump drohte heute mit einem Aufstand seiner Wähler. Sollte er bei einer Kampfabstimmung ausgetrickst werden, könnte es Unruhen geben, sagte er. Er hätte Millionen von Wählern. Bei den Demokraten baute Hillary Clinton ihren Vorsprung aus. Sie erinnerte daran, dass der Präsident auch Oberbefehlshaber ist, mit deutlicher Anspielung auf Trump. Unser Oberbefehlshaber soll uns verteidigen, nicht blamieren. 8 Monate vor der Wahl sieht alles danach aus, als hießen die Kandidaten Clinton und Trump.
mit dieser eher ungewöhnlichen Methode, nämlich einem gefluteten Graben an der libyschen Grenze, will sich Tunesien vor dem Terror schützen. Denn in Libyen hat sich nach dem Sturz von Diktator Gaddafi der sogenannte Islamische Staat ausgebreitet und versucht nun auch Tunesien zu destabilisieren. Wie grausam sie dabei sein können, bewiesen die selbsternannten Gotteskrieger in Tunesien bereits schmerzlich. Anfang vergangener Woche fielen islamistische Terroristen in die tunesische Grenzstadt Ben Gardan, ganz in der Nähe der Tourismuszentren rund um die Insel Djerba, ein. Der schwerste Angriff dieser Art bisher, der, wie Stefan Scharf berichtet, beunruhigende Spuren hinterlassen hat. Die Menschen im Ben Gardan haben weiter Angst. Noch immer durchsuchen Polizisten Häuser. Terroristen sollen sich dort versteckt halten. Vor einer Woche hatten Dschihadisten des sogenannten Islamischen Staates die Grenzstadt angegriffen. Zu Hunderten waren sie von Libyen aus über die Grenze gekommen. Ihr Ziel, auch in Tunesien Land besetzen, ein Emirat ausrufen. Das Haus von Ahmed El-Etchi wurde bei den Kämpfen in Ben Gardan völlig zerstört. Der alte Mann ist noch immer fassungslos. Die Terroristen sind in unser Haus eingedrungen, um von hier aus das Militär anzugreifen. Meine Familie konnte zum Glück noch flüchten. Einen ganzen Tag lang wurde in Ben Gardan geschossen. Es gab mehr als 50 Tote. Das Chaos im benachbarten Libyen bedroht immer mehr das demokratische Tunesien. Nun scheint das Militär die Lage im Ben Gardan wieder im Griff zu haben. Doch die Menschen stehen unter Schock. Ein Augenzeuge erzählt uns, dass die Terroristen vom Minarett aus ihre Propaganda stundenlang verlesen hätten. Sie sagten, wir sollten keine Angst haben. Sie seien vom Islamischen Staat und gekommen, um uns von den Tyrannen zu befreien. Tunesien ist ein sehr gefährdetes Land. Das sehen wir auch in der Wüste an der Grenze zu Libyen. Nach den Anschlägen im vergangenen Jahr hat die Regierung einen Grenzwall und Wassergraben auf 200 Kilometer Länge anlegen lassen. Eine Sandbarriere gegen den Islamischen Staat, die auch noch elektronisch aufgerüstet werden soll. Doch die Ereignisse der letzten Tage lassen an der Wirksamkeit solcher Maßnahmen zweifeln, auch wenn sich die Behörden tapfer geben. Wir haben verstanden, dass die Terroristen einen islamischen Staat auch hier errichten wollen, aber unsere Sicherheitskräfte werden das auf alle Fälle verhindern. In Ben Gardan wird weiter fieberhaft nach Extremisten gesucht, denn der Grenzort liegt nur 80 Kilometer von Djerba entfernt. Mit der wachsenden Bedrohung werden noch mehr Urlauber wegbleiben. Die Terroristen wollen Tunesien an den Rand des Abgrunds bringen. Auch wenn viele Briten aus der EU raus wollen, wird eine Fusion von deutscher und Londoner Börse zu einer neuen europäischen Holding immer konkreter. Noch einmal Nachrichten mit Linda Zawakis. Die Betreiber der beiden Börsen haben heute weitere Details des geplanten Zusammenschlusses vorgestellt. Mehr dazu von Anja Kohl. Die Chefs der beiden Börsen betonten den Mehrwert für die Aktionäre, das so wörtlich Erlössynergiepotenzial, die in Zukunft progressive Dividendenpolitik. Zum Mehrwert für die Standorte sagten sie wenig. Nur, dass der Sitz der neuen Superbörse definitiv nicht in Deutschland sein wird. Kommen die Börsen unter ein Dach, wird der Sitz in Großbritannien sein. Die zentralen Aufgaben sollen ausgewogen zwischen Frankfurt und London verteilt werden. Steuern würden weiterhin in den jeweiligen Ländern gezahlt. Deutsche Börschef Carsten Keng Gitter verwies auf Kosteneinsparungen in Höhe von 20% bereits in 3 Jahren. Dafür werde es Stellenstreichungen geben. Wie viele, an welchem Standort, darüber sei es zu früh zu spekulieren. Dabei malte Keng Gitter für den Fall, dass Aktionäre und Aufseher nicht zustimmen, ein Weltuntergangsszenario an die Wand. Gelänge die Fusion nicht, sei die gesamte europäische Kapitalmarktarchitektur in Gefahr. Die Bundesregierung erhofft sich von der Fusion eine Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt. Genau das aber bezweifeln viele Beobachter hierzulande. Die Schlusskurse. Der DAX beendete den Handelstag im Plus bei 9.983 Punkten. Auch der Dow Jones legte zu auf 17.326 Punkte.
Die FIFA hat erstmals eingeräumt, dass bei den Vergaben der Fußball-Weltmeisterschaften 1998 und 2010 Schmiergelder geflossen sind. Der Fußball-Weltverband sieht sich dabei als Opfer und verlangt deshalb von Ex-Funktionären Entschädigungen in Millionenhöhe. Die Forderungen richten sich an 41 frühere FIFA-Offizielle, die von US-amerikanischen Ermittlern im Korruptionsskandal beschuldigt werden. Unter ihnen sind auch die Ex-Vizepräsidenten Warner und Webb. Dazu nun eine Einschätzung von unserem Korrespondenten Daniel Hechler. Es ist eine Entscheidung, die vor allem Symbolcharakter hat. Ob sich ein Schaden durch Schmiergeldzahlungen oder Imageverlust überhaupt beziffern, geschweige denn durchsetzen lässt, bezweifeln Juristen. Der neue Präsident Gianni Infantino aber muss sich jetzt als entschlossener Reformer präsentieren, der auch vor einem radikalen Bruch mit dem System Blatter und seinen führenden Köpfen nicht zurückschreckt. Die Zeit drängt, die US-Justiz sitzt ihm im Nacken. Infantino muss die FIFA als Opfer korrupter Funktionäre positionieren, wird der Weltverband als mafiöse Organisation eingestuft, droht ihm die Zerschlagung. Und ganz nebenbei räumt die FIFA damit erstmals ein, was ohnehin alle vermutet haben, dass bei der Vergabe der WM an Südafrika und wohl auch andere Länder Schmiergeld floss. Völlig sauber gibt's jetzt das Wetter. Carsten Schwanke, wie wird's denn? Es wird traumhaft, zumindest in den nächsten 24 Stunden. Uns erwartet morgen wirklich der erste richtige Frühlingstag, viel Sonnenschein und deutlich steigende Temperaturen im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben. Aber auf der Isobarenkarte können wir auch schon direkt sehen, dass das Ganze einen kleinen Haken hat und weshalb ich sage, nur für die nächsten 24 Stunden. Dieses Hochdruckgebiet bei den britischen Inseln, das hat morgen, diese Isobarenkarte gilt für morgen Mittag, hat diese Beule hier. Und auch diese Beule, man kann also praktisch hier diesen Hochdruckkeil Richtung Deutschland erkennen. Deshalb wird es morgen bei uns praktisch wolkenfrei sein. Aber übermorgen, da kommen dann diese isobaren Strömungen, da setzt sich diese nördliche Strömung bei uns durch. Und das heißt, da kommen dann zumindest in der Nordhälfte schon wieder neue Wolken an. Konkret erwarten wir für den morgigen Tag also verbreitet 12 Stunden Sonnenschein, das Maximum, was rauszuholen ist. Nur im Norden Schleswig-Holsteins werden wohl morgen Nachmittag schon die ersten dichteren Wolkenfelder ankommen. Und am Freitag, übermorgen also, da sieht es schon ganz anders aus. Da haben wir noch in der Südhälfte noch einmal einen Frühlingstag, in der Nordhälfte hingegen immer wieder auch schon dichtere Wolken. Aber konzentrieren wir uns einmal auf den morgigen Tag oder besser gesagt auf die aktuellen Nachtstunden. Denn die Wolken, die es jetzt noch gibt, lösen sich mehr und mehr auf. Nur ganz vereinzelt kann sich ein bisschen Bodennebel bilden. Und so wird es meistens sternenklar sein in dieser Nacht. Die Temperaturen gehen weit zurück, weiter als in den letzten Nächten. Und das heißt, morgen früh haben wir es dann verbreitet mit frostigen Werten zu tun. Ausnahme die großen Städte entlang des Rheins oder zum Beispiel auf Helgoland. Dort sind es dann 0 bis 2 Grad. Ansonsten minus 1 bis minus 5 Grad in den Alpentälern. Dort, wo Schnee liegt, örtlich bis minus 9 Grad. Und dann geht es los morgen. Mit dem Sonnenaufgang starten wir mit viel Sonnenschein. Die Frühnebelfelder lösen sich schnell auf. Nur ganz vereinzelt über den Mittelgebirgen Richtung Ostseeküste kann es ein paar kleine Schönwetterwolken geben. Und am Nachmittag kommen eben aus Dänemark diese paar neuen Wolken Richtung Schleswig-Holstein voran. Das war es aber auch beim Wetter. Ansonsten Sonne pur, blauer Himmel, keine Wolken. Die Temperaturen steigen um rund 5 Grad im Vergleich zu heute. Und das heißt, wir werden verbreitet 10 bis 15 Grad haben. Nur im Norden bleibt es kühler mit 5 bis 8 Grad. Der Wind weht hier aus westlichen Richtungen, in der Mitte und im Süden eher aus nordöstlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Übermorgen am Freitag, ich habe es eingangs schon mit den Sonnenstunden gezeigt, haben wir eben diese Wolkendecke, die sich langsam bis an den Nordrand der Mittelgebirge schiebt. Hier dann auch nur noch 5 bis 10 Grad. Im Süden noch einmal recht sonnig bei bis zu 13 Grad. Und am Samstag erreichen die Wolken dann auch langsam den Norden Bayerns und Baden-Württembergs. Nur ganz im Süden wird es dann noch einmal sonnig dahinter. Und das ist eigentlich auch schon das Zeichen Richtung Wochenende, Pina. Viele Wolken, ab und zu etwas Nieselregen und nur einstellige Höchsttemperaturen. Aber morgen wird super. Das Wochenende ignorieren wir einfach erstmal. Genau so machen wir es. Dankeschön, Carsten Schwanke. Ja, und das war's von uns. Das Nachtmagazin mit Charlotte Mayhoff sehen Sie um 0 Uhr. Und vorher diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Politik von Angela Merkel. Ihnen noch einen guten Abend und bis morgen, wenn Sie mögen.